wieder mal eine mittelalterliche Kirche hinter uns, aber das ist nicht irgendeine, sondern das ist eine echte Templerkirche, denn wir befinden uns hier mitten auf dem Gelände der Kommanderie oder der Komturei von Arville. Hier unten sehen wir das große Hauptgebäude mit dem mächtigen Eingangstor. Die großen Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Templerortes hier vor uns. Dort waren nicht nur die dienenden Brüder und Sergeanten hier dieses Landgutes untergebracht, sondern dort wird auch Reisende beherbergt. Da gab es eine Wechselstube, wo man Geld in Wechsel bzw. Schecks eintauschen konnte. Direkt vor uns hier ein riesiges weiteres Gebäude, das war einfach die Scheune oder die Remise für die Einlagerung des wirtschaftlichen Ertrages, den wir auf diesem Gut erzielt haben. Da gab es natürlich auch Kräuter und sonstige Gärten, es gab Obstplantagen und jetzt kommt langsam ins Bild ein Taubenschlag. Die Templer haben die Tauben nicht gezüchtet, weil die so lecker waren, sondern weil sie Bestandteil eines Signalsystems gewesen sind, das man noch bis in den Ersten Weltkrieg verwendet hat. Brieftauben, wer kennt sie nicht, heute nur noch im sportlichen Bereich vorhanden. Hier sehen wir ein weiteres Tor, das dann hinaus auf die Besitzungen der Templer führte und man hatte natürlich auch eine eigene Backstube, ja, um sich selber zu versorgen. Alles in allem schönes Landleben im Tal der Loire, aber gänzlich unspektakulär und so ganz anders, als uns die Templerfilme glauben machen wollen. Denn hier ging es einfach um wirtschaftliche Aktivitäten, es ging um die Selbstversorgung, die Autarkie und natürlich auch darum, Gewinn zu erwirtschaften. Denn dieses Geld, was hier erwirtschaftet wurde auf diesen Landgütern, auf den Kommanderien, das kam dann dem stehenden Herr des Tempels im Heiligen Land zugute der eigentlichen Aufgabe, nämlich die Reisenden, die Pilger zu beschützen. Und hier im Abendland entstand auf diese Weise eine ausgefeilte und sehr gut miteinander vernetzte und sichere Infrastruktur. Das dunkle Mittelalter kam erst nach dem Ende des Templerordens.